es riecht hier schon nach Räucherwerk. Und wir gucken uns gerade mal noch an, was es hier Wissenswertes gibt. So, das Video ist im Kasten und jetzt habe ich die Valruna gerade noch gefragt, ob man vielleicht hier am Vereinsgelände vom Alamanno-Museum noch vielleicht einen Rundgang machen könne. Eva, am Samstag, am 7. ist Vereinstag, also Tag des offenen Vereins sinngemäß, wo man auch kommen kann und kann sich mal ein Bild machen. Was machen die Leute hier? Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich bin mir jetzt da nicht sicher, ob es unser Vereinstag ist. Okay. Ich habe es da zu wenig nachgeschaut, dass ich könnte mit Sicherheit sagen, es ist ein öffentlicher Tag. Okay. Dann muss ich nochmal auf der Website gucken, da muss es dann auch entsprechend, ich werde es unter dem Video verlinken oder noch einmal beschreiben, was es dann damit auf sich hat. Ich weiß, dass es stattfindet, aber ich habe jetzt eben zu wenig nachgeschaut. Okay. Ja, hier auf dem Gelände sind mehrere Baute. Kleines Hüsli und größere und das Langhaus und Ofen und Backofen. Ich hätte jetzt vielleicht fast gesagt, der Pizzaofen, aber es hat, glaube ich, sind andere Sachen da gebacken worden, Brot gebacken worden wahrscheinlich. Da haben wir jetzt so ein typisches Haus von der Alemanne von früher, Valruna? Das ist jetzt ein Grubenhaus. Da geht da so noch ein Stück in den Boden rein. Okay. Und das war so wie ein Kühlhaus, wo man oben etwas aufhängen konnte, wo man unten ein Lager hatte, um etwas zu lagern. Ja. Bleibt schön kühl und frisch. Ja. Und man hat auch zum Teil die Werbstühle, dass sie in der Spannung bleiben, so genutzt. Also für alles Verschiedene hat man es genutzt. Okay. Ja, man sieht da, dass da unten noch die. Man sieht es nicht auf Anhieb, aber wenn man dann näher kommt, sieht man, dass das da noch irgendwo in die Tiefe geht. Ja, eben. Ja, es ist einmal höher gewesen. Ja, ja. Und ist eben eine Klelle. Der Boden ist nicht so geeignet. Ja, ja. Und ist uns ein bisschen abgesunken, aber es ist immer noch. Das ist das Erste gewesen, was wir gebaut haben. Ja. Ja. Und dann hat es hinten noch so. Man hätte es fast gesagt, wenn man so kennt vom Norden, von der Nordsee oder Ostsee, solche Reetdachhäuser oder einfach mit Schilf und was man so im Wald gefunden hat, einfach gedeckt. Eben, das sind so kleine Arbeitshäusle auch gewesen, wo bestimmte Arbeiten verrichtet worden sind. Und hinten haben wir eben den Backofen und den Backofen hat der Dorfgemeinschaft auch gehabt, zum Backen. Ja, ich kenne es von der Heimat, wo ich herkomme aus dem Deutschen, wo auch mal irgendwann in Haag das Haager Backhäusle wieder reaktiviert wurde, wo man früher halt einmal Feuer gemacht hat und alle sind dann gekommen und haben ihr Brot gebacken. Genau. Statt dass es das jeder für sich macht. Genau, da hat das natürlich viel größere Gier. Ja. Gell? Und es ist halt auch ressourcenschonend, man kann sich treffen, man kommt zusammen miteinander, man kann sich wieder austauschen. Man kann die Neuigkeiten mitteilen oder man kann vielleicht auch sagen, wer kann was oder wer braucht etwas. Gesund sich ernähren war ausschlaggebend. Ja. Ja. Das Wissen über Nahrung und Medizin war ausschlaggebend bei der Frau. Ja. Ja. Ewe, das ist dann noch so das Gelände hier. Dann hast du noch vorhin gesagt, Ewe, ihr habt ja dann auch noch dann das Heiligtum vorne. Können wir gucken, wie es vielleicht ist und halt Ewe so. Gerade noch in dieser imposanten Darstellung des Langhauses. Und das Langhaus ist ja eigentlich auch so quasi das. Das wäre jetzt für eine kleine Sippe, wo da in einer Gemeinschaft gelebt hat. Ja. Gell? Es hat da bis zu 40 Meter lange Häuser oder Nagier. Ja. Halt in aller Größe, da kann man sagen, je nach Sippengröße, aber auch Dorfgemeinschaften, wo mehrere Sippen, also ein Sippenhaus haben. Ja. Natürlich darf die Feuerstelle nicht fehlen. Ja, das ist immer das Zentrum im Dorf. Ja. Ja. Ja, mir fällt da noch der Spruch ein von der Sabrina Dengel, die gesagt hat, wenn das Feuer von der Familie ausgeht, dann ist immer schwierig mit der Familie, weil das Feuer der Familie, das Feuer der Siebe sollte einfach brennen
Und die Frau sollte das auch am Leben halten, das Feuer. Ja, eben, das haben sie im Feuerbohrer demonstriert, oder? Ja. Dass man noch ein Notfeuer gemacht hat für einen kranken Mensch. Ja. Damals in Lebensfunke angezündet wird. Mhm. So hat man natürlich auch immer wieder das Feuer in der Sippe. Das ist die Seelenverbundenheit, eben ums Herz. Ja. Oder? Die Wärme. Die Sonne ist die Mitte der Ordnung und alles dreht sich um die Sonne. Mhm. Und sie ist Herz vor allem. Und so ist auch mein Herz, oder? Weißt du, das Herz, um das sich die ganze Sippe dreht. Ja, ja. Und am Feuer sitzt, oder? Und wenn wir da am Feuer sitzen, sitzen wir auch da am Feuer unseres Herzens. Ja. Ja. Da können wir uns dann wieder vergegenwärtigen. Ich reige tun wir, glaube ich, nicht. Vielleicht mal wann anders oder so. Oder vielleicht bin ich auch noch mal da am Samstag, je nachdem. Ja, ist ein recht schönes Gelände. Und wo ich gekommen bin, du hast dann auch geräuchert. Was hast du für ein Räucherwerk gehabt? Also ich tue vielfach Beifuß und Salbe mischen. Mhm. Und eben jetzt ist wieder Zeit zum Süßgräs sammeln. Ja. Und ich tue noch Tannenharz sammeln, schön. Und dann das räuchern. Medesüß, ist das auch ein Süßgras oder ist das? Ja, Medesüß ist eine Medizin eigentlich zu Fieber und Erkältung. Aber wenn man jetzt den Duft drin haben möchte, gell, alles heil kann man noch räuchern. Ja. Ja. Beifuß ist ja ein so der stärkste Kräuter, wenn ich recht weiß. Ja, Beifuß ist für mich das Mutterkraut. Gell? Das ist immer die Basis von allem Räucherwerk. Okay. Ja. Da guckt gerade die Amsel hin und sammelt noch Ästle fürs Nest. Ja. Wir haben jetzt viel Arbeit. Ja. Lässt sich alle Zeit. Sammelt ganz fleißig. Ja, ja. Man möchte fast zurufen. Mach langsam, dass du alles tragen kannst. Aber es wird's wissen. Es optimiert, ja. Ja. Ja, gut. Also, und das Gelände ist hier in Meda im Vorarlberg. Spielplatz Brühl. Genau. Ja. Okay. Gut, und eben donnerstags haben wir gesagt gehabt, machst du immer diesen Rietekreis um 18 Uhr. Wenn man so ein bisschen, wenn man ein bisschen vorher da ist, schadet sicherlich nicht. Ja. So zum in Ruhe ankommen, auch mal die Umgebung hier wahrnehmen und alle, denke ich, sind eingeladen, die mal... Ja, jeder kann schauen, ob es ihm gefällt und mitmachen. Ja. Gell? Und auch eben ein bisschen früher da sein, ist oft einmal frei, wenn man weggehen in die Natur, dass man dann, eben, wenn sie später kommen, nur da sind. Ja. Gell? Gut, dann sage ich dir nochmal ganz herzlich Danke, Valruna. Ich sage dir auch noch einmal Danke. Und wir sehen uns. Hoi. Freut mich. Ja.